Hörgeschädigten fällt es nicht leicht, Gesprächen zu folgen, da sie oft in einem unverständlichen Geräuschgewirr untergehen. Darling, ein KI-Forschungsprojekt der HSLU und Sonova, macht nun Hoffnung. Hochschule Luzern Forschende arbeiten an Darling, einem Hörgerät, das dank im Mitdenken soll als 5. Hochschule Luzern forscht zusammen mit dem Hörgerätehersteller Sonova, wie sich Hörgeräte mit künstlicher Intelligenz grundlegend verbessern lassen. Im Real-Life-Lab von Sonova werden Hintergrundgeräusche so realistisch wie möglich nachgebildet. Hochschule Luzern für ihre Forschung führt die Forschungsgruppe realitätsnahe Experimente durch. Hochschule Luzern Simone Lionetti, KU-Forscherin und Projektleiterin seitens der HSLU mitten im Labor. Universität Luzern, darum geht die Hochschule Luzern forscht gemeinsam mit dem Hörgerätehersteller Sonova, wie sich Hörgeräte mit künstlicher Intelligenz grundlegend verbessern lassen. Die Vision dahinter: auf Basis statistischer Daten sollen die Geräte für den Träger relevante Audiosignale ermitteln. Aus dem Grund führt die Forschungsgruppe derzeit möglichst realitätsnahe Experimente durch. Wie könnten Hörgeräte durch künstliche Intelligenz grundlegend verbessert werden? Die Antwort auf diese Frage erforscht die Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit dem Hörgerätehersteller Sonova mit Sitz in Stefa. Der Rest soll ein Algorithmus herausfiltern. Die Hörgeräte wissen nicht, was für den Träger wichtig ist. Klingt dies, dürfte dieser Meilenstein in der Entwicklung für Hörgeschädigte sein. Der Grund dafür ist, dass die Lücke zwischen den Erwartungen der Hörgeräteträger und den tatsächlichen Fähigkeiten der Geräte auf dem Markt gross ist. Das könnte einer der Gründe sein, warum in den Industrienationen nur ein 1/5 der Betroffenen ein Hörgerät trägt. Laut Aussage HSLU arbeiten neuere Hörgeräte zwar mit Audiofiltern, die automatisch einen Teil der Hintergrundgeräusche unterdrücken können, die sind aber sehr allgemein voreingestellt, dass Hörgeräte weiss nicht, welche akustischen Signale eine Person hört zu einem bestimmten Zeitpunkt wichtig sind und welche nicht, sagt Roxana Giurda, Ingenieurin in Entwicklungsabteilung von Sonova. Im Labor klappern Teller und Gläser klirren und genau deshalb führt die Forschungsgruppe realitätsnahe Experimente durch, etwa den Besuch eines Restaurants. In einem Labor etwa ist das Klappern eines auf den Boden fallenden Tellers zu hören oder Gesprächsfetzen mischen sich mit dem Klirren von Gläsern aus den Lautsprechern in perfektem Raumklang. Für Normalhörende gehören solche Szenen zum akustischen Alltag, für Hörgeschädigte hingegen sind sie ein Albtraum, so Giurda weiter. Wenn wir erfolgreich sind, könnten wir vielen Menschen das Leben erleichtern, Simone Lionetti, Forscherin und Projektleiterin an der HSLU. Genau hier setzt das gemeinsame Forschungsprojekt der HSLU und Sonova an, das den Namen Darling trägt. So wie es klingt, ist der Name nicht gemeint. Darling steht für Detecting and Reacting to Listening Intention and Goals. An der HSLU ist die Forscherin Simone Lionetti für das Projekt verantwortlich. Wie er auf Nachfrage schreibt, sei die Grundidee, dass die Art und Weise, wie Menschen in Gesprächen interagieren, immer sehr ähnlich sei, unabhängig vom Hintergrund in unterschiedlichen Umgebungen. Wenn uns das gelingt, könnten wir vielen Menschen das Leben deutlich erleichtern, sagt Lionetti InnoSwiss. Das Bundesforschungsinstitut unterstützt Darling mit rund 700.000 Franken. Das Projekt soll voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen werden.